Hallo, wir befinden uns hier auf dem Messestand der Firma SIG. Wir haben die SIG Smart Factory hier aufgebaut. Und die SIG Smart Factory besteht aus drei Teilen, hauptsächlich einem Auftragsannahmestand, einer Logistikinsel, sprich einem Lager, und einer Produktion. Dazwischen fährt ein HEV, um diese Versorgung der Produktion mit Rohmaterial zu versorgen. Hier sind wir an der Auftragseingangsinsel. Das heißt, bei Industrie 4.0 kann man ja individuell sein Produkt zusammenstellen. Wir haben hier die Auswahl zwischen einem großen blauen Karabiner, einem kleinen blauen, einem kleinen gelben und einem großen gelben. Und auf der anderen Seite kann man jetzt seinen individuellen Wunsch des Namens, was man eingraviert haben will, hier eingeben. Nachdem die Produktion gestartet ist, bekommt der Besteller natürlich sein Rezept, das heißt seine Quittung, dass er etwas bestellt hat, und mit diesem RFID-Rezept holt er dann am Schluss nach der Produktion den Karabiner wieder ab. Zuerst holt er sich den entsprechenden Karabiner aus dem Lager, zeigt in der ersten Kamera, dass das der richtige Karabiner ist, also sprich einen gelben oder einen blauen, einen großen oder einen kleinen, und danach wird dieser Name eingraviert, der dann draufstehen soll. Die zweite Kamera kontrolliert, ob der Name richtig ist, und man kann ihn dann abholen. Hier steht jetzt das, was wir uns bestellt haben, als Namensschild drauf. Um dies machen zu können, braucht der Roboter natürlich immer wieder neues Material. Ich befinde mich jetzt hier an dieser Insel, in der das Lager ist, wo die ganzen verschiedenen Karabiner dann bestückt werden auf dieses Tray, damit dann später das von unserem AGC, unserer Produktionslinie, gebracht wird. Die verschiedenen Konfigurationen, die man hier auflegen muss, werden errechnet anhand des Verbrauchs, was man in der letzten Zeit auf der anderen Seite an Wünschen erfüllen musste. Für die Dame, die das hier bestückt, ist dann ein Coaster da, der die nächste Bestückung anzeigt, was gebraucht wird in der nächsten Zeit, um die Aufträge dann bedienen zu können, die dann kommen sollten. Was ist an dieser Fertigung jetzt smart? Und dazu müssen wir uns jetzt in die Welt der Cloud, in die Welt der Daten begeben. Hier an dieser Wand werden jetzt alle Sensoren, die unsere Maschine hat, dargestellt, und jede Aktivität in diesen Sensoren wird direkt in die Cloud gemeldet. Man sieht jetzt hier dieser Sensor 1, der hat jetzt einen Fehler detektiert. Je öfter man das macht, umso öfter sieht man hier die Veränderung. Jetzt sieht er einen Fehler und jetzt ist der Fehler wieder weg. Und alle diese Sensoren agieren auf die gleiche Art, dass sie alle Daten, die man in der Maschine braucht, auch hoch an die Cloud melden, um die dann weiterverarbeiten zu können. Die Ergebnisse aus den Daten, die man hier sieht, werden oben dargestellt. Das heißt, wir rechnen daraus eine Temperatur von der ganzen Maschine. Die Temperatur wird in der Maschine selbst nicht gebraucht, aber hilft dazu zu sagen, wie es unserer Maschine geht, also welche Maintenance sie möglicherweise braucht oder wie effizient sie arbeitet. Das sieht man auch in der Zahl, wie viele Dinge gebaut wurden oder wie viele Orders noch im Prozess sind, wie lang ein Prozess ungefähr läuft. All diese Daten zusammen geben jetzt aus dem Order, was man bestellt hat schon, die Vorhersage für den nächsten im Coaster angezeigten Auftrag, wie das Tablet bestückt sein soll. Wenn man will, kann man diese ganzen Dinge dann auch auf dem Handy betrachten. Da kann man auch in einer App darstellen, wie es unserer Maschine geht und welcher Auftrag jetzt gerade noch drinnen ist. In unserem Exponat vom Jahr 2017 war das Ziel zu zeigen, dass unsere Sensoren sowohl die Maschinen steuern können, als auch die Daten in die Cloud oder in die Datenwelt übergeben, um dann Analysen oder neue Funktionalitäten aus den Sensordaten machen zu können. Ich freue mich, dass Sie so lange mit mir ausgehalten haben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.